Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Deus Ex Mankind Divided in der Collector's Edition. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute also Unboxing von Mankind Divided, was jetzt die Tage erscheint. In der Collector's Edition. Hier mal ein anderes Design. Mal wie ein Dreieck. Ja, so, Rückseite sehen wir den Inhalt, aber den sehen wir gleich mal auspacken. Gucken, wie es überhaupt aufgeht. Ah. Und jetzt? So, boah, sitzt aber stramm, der Junge, du. Ja, oh. Ja, sieht aus wie verkehrt rum. Alter, was ist denn für eine Scheiße hier? Oh. So gemacht. Oh, so. Machen wir mal wieder zu hier. Versuchen wir mal. Ah, so. Haben wir jetzt hier schon alles versaut hier. So, machen wir nochmal zu, richtig. So, so sieht die Box nochmal aus. Endlich geschafft. Jo, ziemlich cool gemacht. Haben wir hier unten steht Deus Ex. Und das war's eigentlich schon. Und nix. Würde ich sagen, machen wir nochmal auf. Oben auf dem Deckel haben wir hier so einen Glanzeffekt. So, dann haben wir hier den Inhalt. Fangen wir mal an, nehmen wir mal alles gleich raus. Haben wir die Figur. Ein bisschen Zubehör. Das packen wir mal beiseite erstmal hier. Ist nicht drin. Jetzt stellen wir die mal noch beiseite. Kommen wir erstmal. Haben wir hier ein Artbook. Schauen wir mal kurz rein. Ja. Hochglanz gehalten. Bringen wir ein paar Seiten hier. Jo, so viel zum Artbook. So, dann kommen wir zum Steelbook. Packen wir mal aus das Teil. Ich hasse das. Wieso machen die so eine Dinger ran? Ah, jetzt. So. Schauen wir uns mal genauer an. Ja, ist so in Hochglanz gehalten, also sehr
anfällig für Fingerabdrücke. Front sieht aber cool aus, oben bloß Deus Ex, Man Can't Divide It, sonst ziemlich clean. Rückseite haben wir halt bloß dieses Symbol. Seite haben wir hier nochmal den Schriftzug. Öffnen wir mal. Das Ganze so aus, ja, sieht, ist okay. Ja, wie gesagt, schön clean. Stört keine Schrift. Passt, jetzt nehme ich mal hier noch den Download kurz raus. So, sieht die Innenseite aus. Das Spiel ist ganz normal. Nehmen wir mal raus. Ja, Hintergrund ist jetzt nicht so spektakulär. Aber geht schon in Ordnung, das Steelbook. Da haben wir noch ein paar Flyer, noch ein bisschen Werbung, Tomb Raider und irgendwas anderes. Dann, wie gesagt, haben wir hier noch den Download-Code. Da haben wir Geheimagentenpack, Pack. Extra Mission im Spiel, digitaler Soundtrack und digitale Bücher haben wir da. Ja, schade, Soundtrack leider nicht auf CD dabei. So, dann kommen wir mal zu der Figur. Ich zeig die mal hier ein bisschen. Ja, kann man sehen, ja. Ja, ist ganz okay, gut verarbeitet. Weiß mal, hier haben wir noch irgendwas dazu. Das soll, glaube ich, hier das Bein stützen. Glaube ich. Mal kurz schauen. Mal kurz nochmal verpacken gucken. Das ist auf jeden Fall von vorne an die Waffe ran hier noch. So, ich denke mal, das ja, wofür das genau sein soll. Ich denke mal, soll so als Stütze dienen, aber er steht auch so. Darum, vielleicht weiß einer von euch, wozu das sein soll. Ich kann er mir ja mal schreiben. Ja, jetzt haben wir nochmal zusammengebaut, wie gesagt, vorne mit dem Schalldämpfer. Figur sieht wirklich cool aus. Und hier unten haben wir hier nochmal Deus Ex stehen. Dann, wie gesagt, ist wirklich sehr detailliert, die Waffe. Geht ganz, also geht in Ordnung. Ist jetzt nicht der Hammer, aber habt ihr in letzter Zeit auch schon schlechtere gehabt. Ja, ich drehe mal ein bisschen. Bisschen näher ran. Ist bestimmt wieder aus China, Hongkong, made in China, ja, wie alle Figuren. Ja, wie gesagt, soll es das, würde ich sagen, an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, wir haben hier diese Figur, 23 cm hoch, zu das weiß ich nicht. Hier haben wir halt das Steelbook, ist wirklich optisch ganz schön, gefällt mir. Wie gesagt, noch ein paar digitale Inhalte und halt das Artbook dazu. Wie gesagt, die Edition kostet, glaube ich, so um die 130 Euro. Ja, dann würde ich sagen, soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.